Ah, Leute, wir haben eine neue Loot-Chest. Die letzte Loot-Chest war einfach nur grauenhaft. Also falls ihr das Video nicht gesehen habt, ich verlinke euch das mal hier oben. Müsst ihr euch anschauen, die war wirklich, wirklich schrecklich. Ich hoffe, dass wir mit dieser Loot-Chest ein wenig mehr Glück haben. Sie ist auf jeden Fall recht schwer. Ich glaube, Getränk ist diesmal keins drin, zumindest höre ich nichts. Egal, lassen wir uns überraschen. Wunderschönen, meine Lieben, und willkommen zum nun vierten Loot Chest Opening. Das hier ist Nummer 4, wir haben noch zwei Stück übrig. Wie gesagt, wenn ihr wollt, dass ich das Abo verlängere, dann schreibt es bitte unten in die Kommentare. Ich persönlich hätte schon Bock drauf, macht schon immer Spaß, die auszupacken. Aber jetzt quatschen wir nicht lang, sondern machen das Teil hier mal auf. Und ich sehe schon, gleich als allererstes haben wir wieder ein T-Shirt. Und, nein, schade, ich dachte schon, oh nein, geil, oh mein Gott, das ist ja besser als das, was ich dachte. Ich dachte erst, dass das irgendwie so Deadpool ist, wobei Deadpool wäre natürlich auch mega geil, aber das sieht ganz stark nach Pokémon aus. Wir packen es gleich mal aus und jo, tatsächlich, wir haben Pokémon, hier, Glurak. Glurak mit hier unten, könnt ihr das sehen? Hier unten schön mit dem Gameboy. Das sieht geil aus. Das gefällt mir. Schwarzes T-Shirt von Haus aus gut. Glurak war mein Lieblings-Pokémon. Ich habe als Starter-Pokémon immer Glumanda genommen. Gameboy, ja, Nostalgie pur. Sehr geil. Ich würde sagen, das probieren wir gleich an. Ach, und das passt natürlich. Wunderbärchen. Ist aber natürlich auch 15-fach XL, von dem her nicht verwunderlich. Weiter geht's. Als nächstes haben wir hier einen Schlüsselanhänger von Pac-Man. Pac-Man habe ich früher auch gespielt. Ich bin sehr alt, Leute. Ich bin sehr alt. Ich habe Pac-Man gespielt. Ja, ich bin normal von so kleinem Schnickschnack-Zeug eigentlich kein Fan. Den finde ich aber tatsächlich ganz cool. Das ist auch so diese Gummi. Ist aus Gummi. Hat diese 8-Bit-Optik. Schaut cool aus. Zeigen wir euch mal. Seht ihr den? Wahrscheinlich nicht, weil der Fokus wieder sonst wo ist. Ja, cooles Teil. Gefällt mir ganz gut. Werden wir also behalten. Hier sehe ich schon wieder was, was ich mit ziemlicher Sicherheit nicht behalten werde, glaube ich. Und zwar ein Aufziehauto von Suicide Squad. Harley Quinn, wie es aussieht. Ja, so ein kleines Aufziehauto mit Harley Quinn dran. Aufziehauto, wisst ihr, oder? Zieht man hinter. Gebe ich meiner Tochter. Ich glaube, das gefällt ihr. Ich brauch's nicht. Ich mochte Suicide Squad auch nicht. Egal. Weiter geht's. Was haben wir hier? Iced Coffee. Eiskaffee-Geschmack. Performance Milkshake. Okay. Auch etwas sehr Natürliches. Und zwar ist da drin Maltodextrin, L-Tyrosin, Cholin, Bitartrat, Aroma, Farbstoff, Koffein, gefriergetrockneter Kaffeeextrakt. Okay. 5 Gramm in 300 Milliliter Milch darf nicht überschritten werden, enthält Koffein. Ja, ist ein Eiskaffee anscheinend, ein Milkshake. Ich probiere ihn mal. So, und das nächste sieht ja mal richtig interessant aus. Also, wer es ist, ist glaube ich klar, oder? Wir haben hier Toad von Super Mario. Ich weiß es allerdings nicht, was das sein soll. Im Moment sieht es aus wie ein Sitzkissen, es ist aber vakuumverpackt. Ich hoffe jetzt, dass ich das aufmache und es macht. Das Teil bläst sich voll auf. Dann, wir machen es einfach mal auf. Ja, es wird schon ein bisschen dicker. Mario Kart Deko Kissen. Ja, es ist einfach ein Kissen. Gefällt mir aber sehr gut. Wird in meinem Schrank landen. Schön im Hintergrund im Stream. Schaut sehr cool aus. Ist qualitativ sehr geil. Sehr flauschig. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Und jetzt wissen wir auch, oder ich weiß es, ihr wisst es noch nicht, warum dieses Paket so schwer war. Und zwar haben wir hier J.K. Rowlings magische Welt Filmzauberei. Ein Buch. Ein Harry Potter Buch. Band 1. Figuren und Orte aus den Filmen. Das ist ja genau mein Scheiß. Das ist ja genau mein Ding. Oh, ich liebe sowas. Ich besuche auch gerne Filmsets in echt. Wenn ich irgendwo hin in den Urlaub fahre, dann schaue ich immer, welche Filme da dort gedreht wurden und besuche dann die Sets. Ja, ich weiß, ist total bescheuert, aber ich stehe da voll drauf. Ich war... Ach, fang mal gar nicht an.
Hab schon sehr viele Sets besucht. Ich wäre mal in der Toskana fast in 300 Kilometer Umweg gefahren, weil ich zu dem Feld wollte, wo der bei Gladiator mit seiner Hand da durch diesen Weizen durchgeht. Meine Frau hat mich davon abgehalten, zu Recht. So, entdecke die Geheimnisse der Filme von J.K. Rowlings magischer Zauberwelt. Du hast dich schon immer gefragt, wie Harry durch die Wand auf Bahnsteig 9¾ gelangt? Oder wie ein Schauspieler als Halbriese Hagrid erscheint? In diesem Buch findest du jede Menge magische Fakten und Bilder zur Entstehung von fantastischen Tierwesen und wo sie zu finden sind und allen 8 Harry Potter Filmen. Außerdem erwarten dich spannende Infos zu den unterschiedlichen Charakteren aus dem Universum von Harry Potter und Newt Scamander. Cool. Ist sicher nicht jedermanns Sache, aber mein Nerv hat's genau getroffen. Wirklich, auf sowas stehe ich total. Ich werde euch vielleicht, wenn ich nicht zu faul bin, während ich hier gerade so ein bisschen rede, im Close-Up mal das Buch zeigen, damit ihr seht, wie das von innen aussieht. Jetzt mache ich es aber erstmal auf. Für euch ist es jetzt schon offen, aber ich mache es jetzt auch. Oh Gott, Meta, Leute, das ist einfach Meta. Es fühlt sich auch mega cool an, das Buch. Das hat so einen richtig geprägten Deckel und so. Das ist nichts Besonderes, aber ich finde sowas cool. Okay, dann haben wir den Inhalt. Teil 1 ist fantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind. Dann geht es zu Harry Potter. Der Fuchsbau, Professor Snape. Gehen wir mal zu Professor Snape, Seite 58. Das ist, boah Leute, ich finde es so cool. Ich finde das so cool. Das ist echt genau mein Ding. Lord Voldemort. Professor Quirrell. Lauter Infos über die ganzen Darsteller, wie das alles gemacht wurde, wie die Nase weggemacht wurde von Voldemort. Das sind jetzt eben die ganzen Charaktere, aber es gibt auch ganz viele Seiten zu den Drehorten, hier zum Beispiel die Winkelgasse. Oh mein Gott, das ist halt echt richtig cool. Ollivanders Zauberstabladen. Richtig, richtig cool. Leute, das ist bisher, boah, das ist für mich persönlich fast das Coolste, was bisher in allen Lootboxen drin war. Das flasht mich gerade so richtig. Mich flasht die ganze Lootbox gerade. Also ich kann es euch ja schon mal sagen, wir haben hier noch so eine Karte drin. Wir haben hier noch eine Karte drin. Call of Grooty. Ja. Okay, finde ich witzig. Sogar die Karte gefällt mir heute. Also beste Lootbox. Beste Lootbox. Dieses Buch, babamäßig. Pokémon-T-Shirt, top. Dieses Kissen finde ich auch richtig, richtig cool. Das muss man hier noch abschneiden. Ich finde sogar den Schlüsselanhänger cool. Was ist das für eine geile Box? Den Kaffee probiere ich noch. Wenn der schmeckt, dann ist hier aber wirklich top. Freut mich wirklich richtig. Nachdem die letzte Box so ein Reinfall war, wurden wir dafür jetzt richtig entlohnt. Ich wurde dafür richtig entlohnt, wie gesagt. Es bekommt ja, so habe ich es jetzt mittlerweile verstanden, jeder so ziemlich das Gleiche. Also jeder, der diese Box abonniert hat, bekommt diesen Inhalt. Schwankt ein bisschen. Also es hat jetzt zum Beispiel jemand ein anderes Auto bekommen von Suicide Squad. Oder als eine Funko Pop-Figur, eine Funko war heute nicht drin, aber ich beschwere mich über die Box null. Aber wo Funko Pop-Figur drin war, da hat zum Beispiel jemand eine andere Funko-Figur bekommen als ich. Ja. Das variiert, aber es ist dann bei jedem eine Funko drin. Es ist bei jedem dieses Buch drin und so weiter und so fort. Ja, weiß nicht, ob sich da alle so drüber freuen wie ich, aber für mich ist das ein richtiger Schatz. Jetzt gucken wir wie immer mal kurz rein, was die Gaudi denn kostet. Ich bin sehr gespannt. Entdecke neue Artikel im Store. Ihr könnt übrigens auch auf lootchest.de vorbeischauen. Ich mache jetzt mal Werbung für die Kollegen, obwohl ich das hier selber kaufe, gell, Leute. Es ist hier nichts Werbung oder gesponsert oder so. Ihr könnt aber auf lootchest.de gehen und alles, was ihr hier so seht, auch selber kaufen. Also wenn ihr jetzt sagt, boah, das Kissen ist cool, das will ich haben. Das ist zum Beispiel auch von Lootchest. Das bekommt ihr nur auf der Lootchest-Seite. Dieses Buch glaube ich jetzt nicht, dass das... Das ist von Panini. Ah, okay. Das bekommt ihr wahrscheinlich auch woanders. Aber wenn ihr sagt, ich will jetzt nicht groß rumsuchen, könnt ihr gerne mal im Lootchest-Shop vorbeischauen. Hier mal gegönnte Werbung. Okay, wir haben wieder ein Rätsel drin. Future Joe, Loki. Loki habe ich mir jetzt gerade angeschaut, die Serie. Geil. Ich glaube, wo das MCU oder... Ich denke, dass es jetzt zum MCM wird, also zum Marvel Cinematic Multiverse. Da kommt, glaube ich, einiges auf uns zu, Leute. Da haben wir als Poster das, was letztes Mal das T-Shirt war. Ich weiß nicht, ob das immer so ist. Ja, mit dem T-Shirt war ich ja nicht so happy. War jetzt aber auch nicht schlecht.
So, als allererstes haben wir das T-Shirt. Seit Juli ist Pokémon Unite am Start. Jetzt im September wird das Game auch die Mobilgeräte erobern. Mit dem Shirt bist du auch für jedes Match perfekt gekleidet. 14,95. Ja, das kosten die T-Shirts, die hier drin sind, immer. Finde ich auch einen fairen Preis. Kosten sie dann eben auch auf lootchest.de, wenn ihr nur das T-Shirt kaufen wollt. Ist okay. Also 15 Euro für die T-Shirts finde ich absolut super. Das Motiv heute gefällt mir richtig gut. Pokémon Unite habe ich gespielt. Finde ich auch nicht schlecht. Ich wusste nicht, dass das am Handy kommt. Vielleicht gucke ich es mir dann nochmal an. Als nächstes haben wir den Super Mario Turbo Pilz. Brauchst du einen Boost? Der Turbo Pilz ist für dich da. Kurz gedrückt und schon gehst du ab wie Schmitz Katze. Vielleicht bist du auch eingeschlafen und es war aber nur ein Traum. 14,95. Ja, 14,95 finde ich okay. Kissen gefällt mir, das ist cool. Als nächstes haben wir das Auto hier. Wer macht bei dir das Rennen, wenn Batman, der Joker und Harley Quinn um die Wette fahren? Probier es aus mit den Pullback Racern. Und hier seht ihr auch, wahrscheinlich seht ihr es nicht, es gibt auch noch Batman, Joker, Bane und Harley Quinn aus Batman und halt eben Harley Quinn aus Suicide Squad. Genau, also da bekommt halt jeder ein anderes Auto. Das sind halt so die Unterschiede beim Schlüsselanhänger genauso. Ich habe ja den Geist bekommen. Es hätte noch den Pac-Man selber gegeben, wobei ich den Geist um einiges cooler finde. Da hatte ich Glück. 3.333.360, das ist der höchstmögliche Score, den man im Pac-Man erreichen konnte. Probier es doch mal aus. Wenn du auf Google nach Pac-Man suchst, kannst du ein Minigame spielen oder du nutzt den Rubber Keychain für deine eigene Offline-Variante. Genau, ich werde jetzt mit dem Schlüsselanhänger Pac-Man spielen. Natürlich nicht. Wie gesagt, Pac-Man fand ich cool. Wer das von euch noch nie gespielt hat, jetzt wisst ihr Bescheid. Könnt ihr bei Google nach Pac-Man suchen, da könnt ihr es online spielen. Kostet 4,95. Ja. Meist hat Bandai Namco, gell? Ne, ist es nicht. Doch, ist Bandai Namco. Würde ich nicht kaufen. Ich finde ihn aber cool. Schaut ganz nett aus. Ist okay. 5 Euro. 5 Euro ist okay. So, als nächstes haben wir die Postkarte, wenn's brenzlig wird, Call Grooty. PS, dieses und viele weitere Motive findest du als T-Shirt in und... Ah, ach so, das was als Karte immer drin ist, gibt's auch als T-Shirt. Das wäre ein cooles T-Shirt. Das wäre ein richtig cooles T-Shirt. Gut möglich, dass ihr mich demnächst in einem dieser T-Shirts seht. So, dann haben wir den Milkshake Booster. Wirkt wie ein Booster, schmeckt wie ein cremiger Milkshake. Die Performance Milkshakes von Just Legends pushen dich mit natürlichem Koffein und Guarana. Das Beste, sie enthalten kaum Zucker. Gönn dir aber dafür halt alles andere, ne? Ja, ich probier's. Booster. Also quasi ein Gaming Booster. Aber als Milkshake. Weiß ich nicht. So, jetzt wird's richtig interessant. Und zwar kommen wir jetzt zu unserem Harry Potter Buch. Du hast dich schon immer gefragt, wie Harry durch die Wand auf Bahnsteig 9¾ gelangt oder wie ein Schauspieler als Halblesung, das haben wir ja schon gelesen. Da steht 12,95 €, hier hinten ist nämlich der Preis drauf und da steht 24,99 €. Wie kommt denn das zustande? Also, ich verstehe, dass die nicht diesen Preis zahlen, klar, aber wieso schreiben sie nicht diesen Preis da rein? Ich meine, wenn hier 25 € draufsteht, können sie es doch da reinschreiben. Würde keiner in Frage stellen. 12,95 € für das Buch finde ich krass. Also wenn ich gewusst hätte, dass es sowas gibt, ich habe mir das gekauft. Und ich werde jetzt auch nachschauen, wenn es sowas zum Beispiel auch noch für Herr der Ringe oder Star Wars oder ähnliches gibt, da bin ich ja sofort dabei. Es ist Buch Nummer 7. Aber Harry Potter Band 1. Nee, es ist nicht Buch Nummer 7. Nee, das ist Artikel Nummer 7. Ich werde auf jeden Fall nachschauen. Ich mag sowas. Ich mag sowas richtig gern. Mir gefällt es von der Qualität her. Mir gefallen die Infos, die drin sind, die Aufmachung, alles super. Das Buch freut mich richtig. Habe ich jetzt, glaube ich, ausführlich erwähnt. So, auf der letzten Seite haben wir wieder ein paar Influencer, die Artikel zeigen. Ich bin da nicht. Wieso bin ich da nie dabei? Ha? Könnt ihr da mal Lootchest anschreiben vielleicht? Denen sagen, hey, da ist der Hausi, macht Werbung. Lootchest Ultimate, ja, das sind die Ultimate-Boxen. Achso, Quartal 4 ist dann Harry Potter, deswegen jetzt wahrscheinlich auch das Buch. Die Ultimate-Boxen, könnt ihr auch mal gucken, die kosten 80 € eine Box. Da weiß man aber, die sind immer so themenspezifisch. Also gab die Resident Evil-Box, gibt jetzt dann eben die Harry Potter-Box. So eine Lootchest, wenn halt mal Mist drin ist, so wie beim letzten Mal, dann ist halt mal Mist drin, da geht die Welt nicht unter. Wenn ich aber
80 Euro für das Ding gezahlt habe. Dann ärgert mich das schon mehr. So Leute, das war's mit dieser Lootbox. Die nächste Lootbox kommt natürlich nächsten Monat, die 5. Wie gesagt, die vorletzte. Also wenn ihr wollt, dass ich weitermache, schreibt mir das bitte unten in die Kommentare. Wenn ihr wollt, dass ich aufhöre, schreibt es bitte nicht. Ich bin sehr happy mit der Loot Chest. Ihr könnt ja mal auch in die Kommentare schreiben, was ihr von der Box haltet. Hättet ihr euch über diese Artikel gefreut? Gefällt euch auch sowas hier wie dieses Buch? Oder von welchem Film würde euch so ein Buch gefallen? Also wie gesagt, Harry Potter ist schon richtig cool. Ich werde auch noch schauen, ob ich eins zu Herr der Ringe kriege. Aber das feiere ich wirklich richtig und das Kissen feiere ich auch. Heute leider, Leute, nichts zum Verlosen. Wir haben heute nichts zum Verlosen. Ich meine, die Schublade hier hinten rechts, habe ich meine Verlosen-Schublade. Die ist eh schon ziemlich voll. Aber heute war tatsächlich nichts dabei. Das war's. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Falls ja, könnt ihr mir gerne einen Daumen in nördliche Richtung da lassen. Falls ihr bei der nächsten Lootbox dabei sein wollt oder generell bei meinem nächsten Video dabei sein wollt oder halt einfach nichts mehr verpassen wollt, dann könnt ihr den Kanal gerne abonnieren. Noch krasser seid ihr, wenn ihr die Glocke aktiviert. Ich danke euch allen für euren Mega-Support. Bis zum nächsten Mal. Remember me for centuries.